Er hat nach dem großen Finale gleich noch einen Anlass zum Feiern. In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde der diesjährige Sieger von Ich bin ein Star holt mich hier raus gekürt. Evelyn Bodecki, 30, löste damit Vorjahresgewinnerin Jenny Frankhause, 26, ab. Doch das ist nicht der einzige Grund, warum nach der gelungenen 13. Staffel des Dschungelcamps ordentlich die Korken knallen. Dr. Bob wird heute 69 Jahre alt, seit 2004 ist der beliebte Buscharzt nun schon im deutschen Fernsehen zu sehen. Voller Elan huscht der Strahlemann immer wieder zu den Dschungelprüfungen, um den Promis die jeweiligen Risiken und Gefahren in den Ettelschalnges nahe zu bringen. Der TV-Mediziner tritt allerdings nicht nur im deutschen Fernsehdschungel als Fachmann vor der Kamera auf, auch den britischen und amerikanischen Promi-Campern stand der gebürtige Brite schon zur Seite. Dass der sympathische Bartträger noch lange nicht an seine Rente denkt, hatte er erst kürzlich in einem Bild-Interview deutlich gemacht: Ich glaube, wenn ich aufhören wollte, würden die Produzenten mich nicht gehen lassen. Außerdem liebe ich die schon noch wie am ersten Tag, erklärte das Geburtstagskind.